einen Protonenanfall vorvergase, betreffen die Standautomatik. Diese Protonen sind sehr wichtig, denn die Standautomatik hat wesentlichen Einfluss auf das Motorlaufverhalten. Kaltstartschwierigkeiten sowie schlechtes Fahrverhalten in der Anlauffahrt und ähnlichem Stand, die ihre Aufmerksamkeit an Statomat lenken. Diese Prüfung trifft Unterbeugen. Das bedeutet, dass der Unterdruck sich in der unteren Position befindet und die Startautomatik außer Funktion ist. Zum Prüfen müssen Sie die Belüftungsbohrung im Venturi mit dem Finger leicht verschließen. Spüren Sie einen Saugeffekt, zeigt dies Undichtigkeit der Anschlagscheibe unter dem Unterdruckkolben an. Merk dich, wenn du im Befehl. Die Düsennadel nach links zu bewegen, soweit sie geht. Drehen Sie dabei rechtzeitig neben der Bimetallfeder. Falls kein Klemmen zu bemerken ist, machen Sie dann einen ähnlichen Test mit dem Kolben. Heben Sie mit einem kleinen Schraubenzieher den Kolben an und lassen Sie ihn allein fallen. Machen Sie diese Prüfung bei unterschiedlichen Stellungen des Helis für die Bimetallfeder. Zuletzt drehen Sie den Hebel der Bimetallfeder vorsichtig von Anschlag zu Anschlag, um so die freie Beweglichkeit der mechanischen Teile zu prüfen. Wenn irgendwelche Teile klemmen, muss die Startautomatik erneuert werden. Bevor Sie das Bimetallfedergehäuse montieren, sollten Sie die Dichtung aufsetzen und die freie Beweglichkeit des Hebels in der Dichtung prüfen. Beim Montieren des Gehäuses sehr sorgfältig darauf achten, dass die Feder in Klammern des Hebels hängt. Diese Teil ist wichtig. Von der richtigen der Unterdruck-Kolbensystem. Dazu muss der Motor betriebswarm sein und im Leerlauf laufen. Das bedeutet, dass Unterdruck sich in der unteren Sitze findet, die Statik zerfindet.
Zum Prüfen müssen Sie die Belüftungsbohrung im Venturi mit dem Finger leicht beschließen. Spüren Sie einen Saugeffekt, zeigt dies Undichtigkeit der Anschlagscheibe unter dem Unterdruckkolben an. Gleichzeitig kann auch eine Drehzahländerung eintreten. Thank you.